Hallo miteinander. Für alle, die uns zum ersten Mal zuhören, stelle ich mich besser einmal vor. Ich bin Melinda. Einmal am Tag melde ich mich mit der Inseldurchsage, um euch zu sagen, was auf der Insel so los ist. Ich versuche, euch dabei möglichst viele Informationen zu geben. Ich hoffe, ihr findet sie nützlich. Nun zurück zur Tagesordnung. Hallo liebe Bewohner, es ist Dienstag, der 13. Juli 2023, 14 Uhr hier auf Seychellen. Hier nun das Neueste für heute. Wir haben hier jemand Neues auf unserer Insel, heißen wir Wladimir auf Seychellen. Willkommen! Es freut mich immer sehr, neue Leute auf der Insel begrüßen zu dürfen. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Willkommen zu einem neuen Part Animal Crossing New Horizons. In der letzten Folge sind wir auf die Insel gezogen und wir schwätzen mal mit den Bewohnern. Oh, du bist doch bestimmt wieder XP. Ich habe schon viel von dir gehört. Hä? Ich bin doch erst gestern auf die Insel gezogen. Wie klappt das denn? Wartet mal, ich muss mich hier mal ein klein bisschen leiser stellen. So. Verzeih mir, dass ich mich nicht schon früher bei dir vorgestellt habe. Steffi heiße ich. Also, auf gute Nachbarschaft, wie man so sagt. Hoffentlich bis bald. Streb, streb. Hey, ich bin Tui. Voll cool, dich kennenzulernen. Ich wohne jetzt hier auf der Insel, weil Jona mich dazu bequatscht hat. War ebenso auf dem Spartrip. Als ob nichts dabei wäre. Aber voll coole Idee. Seychellen rockt. Ich sag nur P-A-R-T-I. Ich top. Dich kennenzulernen. Lass uns zusammen abfeiern. Zwitschi. So, ich kann keine sonderlich hohen Stimmen. Wer bist du? Ciao. Moment, wer bist du noch? Ach so, wir kennen uns doch gar nicht. Gut, ich bin Hannes. Und du bist Jona XP. Habe ich das richtig ausgesprochen? Schön, dich kennenzulernen. Ja, du hast richtig ausgesprochen. Schön, auch dich kennenzulernen. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt öfter. So müsste doch möglich sein. So groß ist die Shell ja nicht. Ja, da würde ich sagen, wir schauen mal beim Service Center vorbei. Übrigens, ich weiß auch nicht, was in der letzten Folge mit dem Sound so los war. Erstmal schwätzen. Ah, Jona XP. Willkommen im Service Center. Hier arbeiten wir daran, das Leben für alle auf der Insel zu verbessern. Du kannst jederzeit mit mir über das Leben auf der Insel sprechen. Um administrative Aufgaben kümmert sich Melinda. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Bastel an. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Also nochmal, ich weiß nicht, was in der letzten Folge mit dem Sound los war. Auf einmal war der Sound weg. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, es liegt an OBS. Ich nehme das Ganze hier mit einer HDMI-Capture-Card auf. Das ist irgendeine 0815, das ist keine Elgato oder so. Die ist mir doch ein bisschen zu teuer für den Anfang und die reicht für mich vollkommen aus und hoffentlich für euch auch. Aber ich glaube, es liegt an OBS. Nutze ich zur Aufnahme. Meine Güte. Dann haben wir hier das Nook-Portal. Das Portal bietet eine Reihe von Diensten an. Um dich zu registrieren, fehlt dir aber eine Adresse. Also sucht erst einen Platz für dein Zuhause. Okay, das habe ich jetzt komplett vergessen. Also suchen wir uns erstmal einen Platz für unser neues Heim. Was wäre denn mal ein guter Platz? Achso, das, was ich gerade aufgesammelt habe, ist Unkraut. Das können wir aufsammeln und können es dann für ein bisschen im Laden verschallern. Wer bist du? Leonardo. Wir haben uns ja nicht mehr gesehen seit... Warte mal.
Wir kennen uns gar nicht. Hoppla, kleine Fehlzündung in der Birne. Groll. Na dann, jedenfalls mal Hallo vom alten Leonardo. So, das wird hiermit geklärt. Bis dann. Gut. Den Teich hier, das habe ich mit meinem Account gemacht. Und das ist wohl hier mein Lieblingsbewohner. Jörg. Hoho, ich heiße Jörg und bin eigentlich nicht von hier. Aber Jona hat mich eingeladen, das Seychellen zu ziehen. Ich habe es ihm zu verdanken, dass ich jetzt hier auf diesem schönen Inselchen wohne. Die Bewohner haben immer so ein paar kleine Sachen, die sie am Ende jedes Textes sagen. Hier, Jörg, Nidip oder auch Mareile, die habe ich jetzt nicht hier auf der Insel. Die sagt zum Beispiel immer Hühnermist. Die hat zum Beispiel Dommi auf der Insel. Ich würde sagen... Achso, ich habe ja gar nichts. Dann würde ich sagen... Hier ist doch ein cooler Ort, oder? Ja, ich würde sagen, bauen wir hier unser Zelt auf. Ja, wegen dem bisschen. Wenn jetzt bin ich so nah an der Böschung. Soll ich mein Zelt hier aufstehen? Mal sehen. Warte mal. Was haben wir hier? Strickmütze. Okay, die kann weg. Die ist, glaube ich, von meinem Privataccount. Die habe ich gedroppt. Ja, hier ist gut. Mein Zelt steht. Damit bin ich dann wohl offiziell Bewohner dieser Insel. Und gleich haben wir Post. Nintendo. Lieber Jona XP, alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Leben auf Seychellen gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. Dein Team von Nintendo. Tada! Mein lieber Jona XP, jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug sehe, muss ich an dich denken und winke ihm hinterher. Ich wusste gar nicht, dass der Flugverkehr hier so stark ist. So stark, dass mir der Arm schmerzen würde. Okay, was hat Nintendo uns denn geschickt? Behelfswerkbank und... Cool! Die Behelfswerkbank. In Animal Crossing New Horizons könnt ihr Sachen craften. Und die Behelfswerkbank... Also, ist ziemlich nützlich dafür. 3000 Sternis. Jawohl. Unser erstes Geld hier auf der Insel. Obwohl es noch nicht mal von mir persönlich verdient ist. Genau, mit B kann man auch rennen. Ich zock das Ganze hier mit dem Switch Pro Controller. Weil mit den Original Joy-Cons lässt sich das einfach blöd spielen. Ja, dann würde ich sagen, wir absolvieren mal den Bastelkurs. Oh, Sport. Tja, Tom Nook. Jawohl, jawohl. Bei Anfragen zur Bauberatung bist du am richtigen Schalter. Ehe es losgeht, möchte ich dir nur rasch erklären, wofür mein Schalter überhaupt gut ist. Kaffeetasten abstellen. Okay. Ich heiße hier der diesen Spruch jetzt total feiert. Warte mal. Kurz mal Screenshot. Scherz beiseite. Hier helfe ich bei allen Fragen zum Leben, Wohnen und weiterem auf der Insel. Solltest du mal nicht weiter wissen, frag einfach, was soll ich tun und ich helfe dir nach besten Kräften. Wenn du nun im Bilde bist, sag mal, was kann ich dir denn Gutes tun? Ich brauche deinen Rat. Na nun, du bist ja voller Tatendrang. Also gut, dann wollen wir mal. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz so. Der Bastelkurs. Ja, ja, die Einführung ins Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst hergestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel. Soll ich dich für den nächsten Fallkurs anmelden? Aber mit Vergnügen.
Ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du es gleich selbst sehen wirst. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die benötigten Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste. Sie wird aber etwas filigran sein. Fülle die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir. Dann, bevor ich mich auf den Weg mache, zeige ich euch nochmal das. Oh, wie konnte ich das vergessen? Das ist das Nook-Portal und es wird dein Leben auf der Insel leichter machen. Und spaßiger. Im Moment stehen folgende Services zur Verfügung, JonXP. Fangen wir mit Nook Shopping an. Das ist ein Bestelldienst für alles Mögliche. Außerdem lässt sich dieses Terminal auch als Bankautomat für die Nook Direct Bank nutzen. Weiterhin kannst du hier Amiibo einlesen, um Gäste auf dem Campingplatz einzuladen. Habe ich hier welche? Ach, dann sind die da hinten bei mir im Schrank. Ich habe einen ganzen Packen bekommen, zusammen mit Animal Crossing Happy Home Designer. Nicht Happy Home Paradise, Happy Home Designer für den 3DS. Außerdem ist gerade ein Service in Arbeit, bei dem du Nook Meilen für diverse Dinge einlösen kannst. Bitte nutze diese wunderbaren Funktionen nach Herzenslust. Sie sind äußerst nützlich. Ja, ja. Willkommen beim Nook Portal. Ein multifunktionales Terminal von Nook Inc. Ein Punkt pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nook-Portal Bonusmeilen. Erster Tag 50 Bonusmeilen. Bitte wählen Sie Nook Shopping. Besonders warm. Spüle, Taschenradio, Yachtmodell. Jo. Na gut, das spricht mich jetzt nicht so an. Beenden. Gut, dann geht's jetzt nach draußen. Und wir suchen mal die 5 Äste. Den Kurs machen wir noch und dann ist schon wieder Ende. Was ist denn hier los? Äste findet ihr durch einfaches Schütteln von Bäumen. Wenn am Anfang nichts rausfällt, schüttet ruhig mal ein paar Male mehr, dann kommt nämlich immer mehr raus. Na gut, jetzt ist der Baum leer. Der Baum leer, wie eine Batterie. Das sollten aber 5 sein. Ja. So, also, da bin ich. Also, dann bauen wir uns eine Angel. Wähle zum Anfang ein Projekt an der Werkbank aus. Versuch's mal. Werkbank, das hier. Wackelangel. Und dann haben wir hier noch ein paar Raster. Alles, Werkzeuge, herstellbar, Favoriten. Dann markiere ich das schon mal als Favorit und wir bauen es einfach mal. Die Wackelangel ist fertig. Genau, perfekt. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war auch schon die Einführung ins Basteln. Oh, eine Sache noch. Hier ist ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos natürlich. Na, so natürlich ist das bei dir nicht. Ich schicke sie dir einfach auf deinen Nook-Phone. Kannst du es bitte kurz rausholen? Alter, wenn das App-Installieren so schnell ginge. Ausgezeichnet. Die App-Bastelanleitung ist nun auf deinem Nook-Phone installiert. Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Die sollte dir gute Dienste leisten. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Es heißt ja, dass die besten
Angler mal den Angelsplatz wechseln und zu unterschiedlichen Zeiten angeln. Vermutlich, um mehr verschiedene Arten von Fischen zu fangen. Hm? Oh, Melinda puft. Na, da wollen wir sie nicht stören. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit unserer Part. Jetzt will ich mir aber doch noch vor Partende nochmal unser Zelt angucken. Ich muss kurz mal was überprüfen. Okay. Was haben wir denn hier? Taschenradio. Und? Ah, eine Lampe. Okay. Dann würde ich sagen, was das für heute. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Animal Crossing New Horizons.